Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Battlefleet Gothic Armada mit der imperialen Flotte sozusagen oder imperialen Navy oder wie heißt der eigentlich? Also mit dem Imperium halt, also mit den Typen, die halt den Imperator toll finden. Ja, und hier haben wir den Cruiser und wir werden heute den Cruiser mitnehmen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihn zu meinem Flaggschiff machen soll, denn ich habe das Gefühl gehabt, als ich ihn zum ersten Mal eingesetzt habe, dass er als Flaggschiff nicht so geil ist. Wir zeigen hier gerade eben mal die Bewaffnung. Er hat auf der Seite Lanzenbatterie. Also das ist sehr, sehr heftig, weil die machen gleich schon mal 12 Schaden. Das ist eine sehr, sehr krasse Kiste. Das ist auch ein Schiff, das tatsächlich tendenziell eher seitlich kämpft. Hat frontal hier Heavy Torpedo Launcher. Also Heavy Torpedo Launcher wohlgemerkt. Nicht die Medium Torpedo Launcher, die Kameraden hier haben. Moment, wo war das nochmal mit den Lanzen? Wo war die Lanze? Ich finde hier gerade die Lanze nicht. Irgendwelche Schiffe hatten noch Lanzen. Genau, die hatten Lanzen. Hier, diese Lanzen machen zum Beispiel 6 Schaden. Das sind die Light Pro Lances. Und die haben halt schon an der Seite Medium Lance Battery sogar. Also eine Lance Battery macht halt schon mal alleine doppelt so viel Schaden. Das ist ziemlich krass. Es gibt 3 Chancen, kritisch zu treffen und ja, im Gegensatz zu Critical Chance ist 1,5. Also die sind schon doppelt so gut wie von den kleinen Schiffen. Haben darüber hinaus auch noch die Dinge. Es gibt auch noch andere Cruiser-Arten, die ich euch leider jetzt gerade eben nicht zeigen kann. Gibt einige. Wir könnten auch, glaube ich, auf Replace gehen. Allows you to discard your current ship to select another ship of the same type, but of a different class. Warning! Your discarded ship will be lost. Upgrade and skills included. Without refunds. The new ship's captain will be of the same level than the one replaced. Also, wenn wir jetzt hergehen würden und sagen würden, ja, das Schiff hat jetzt hier schon richtig geile Erfahrungspunkte gesammelt, was es jetzt nicht hat, dann wäre das jetzt natürlich ärgerlich. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann kann ich euch nämlich jetzt hier zeigen, was es hier alles gibt bei diesen Schiffsklassen, bei den Cruisern. Da gibt es zum Beispiel die Dictator. Die hat einen Fokus auf Makrobatterien und Ordnance Launch Base. Also die hat tatsächlich, ja, Squadron-Skills. Also man kann mit dem Ding ja tatsächlich Squadronen benutzen. Die ist aber auch sehr, sehr teuer. Ihr seht, 149 Punkte. Hat 12 Turrets zur Verteidigung. Und auch 200 Shield, 800 Hüllen Integrität und ansonsten ist sie sehr, sehr ähnlich wie die anderen. Die Gothic, das ist das, was wir gerade eben haben. Wie ihr seht, ist ein bisschen günstiger, hat halt diese Lanzenbatterien auf der Seite, hat dafür nicht diese Launcher Base, aber dafür Torpedos. Die hat auch Torpedos, aber dafür wiederum auch 2 Makrobatterien. Dann haben wir hier die Dominator. Die Dominator hat eine Nova-Kanone. Ich habe keine Ahnung, was eine Nova-Kanone tut. Ich habe sie noch nie gesehen. Hat allerdings einen Area-Effekt. Die Attacken explodieren irgendwie und beschädigen jedes Gefährt in der Umgebung. Ist ziemlich ungenau. Hat allerdings eine 5%ige Chance, dass es sich dabei bei jeder Verwendung selber zerstört. Und deswegen habe ich zum Beispiel die Dominator noch nicht genommen gehabt. Wir sehen auch, dass die Panzerung genau gleich ist wie mit den Cruisern, egal wo man hingeht. Und darüber hinaus hat die Dominator auch noch 4 Makrobatterien. Dann haben wir noch die Tyrant, die hat auch Torpedos, hat darüber hinaus 2 Makrobatterien und 2 Plasma-Makrobatterien. Ich habe keine Ahnung, was diese Plasma-Makrobatterien letzten Endes tun. Man sieht bloß, dass sie irgendwie weniger Schaden machen als jetzt zum Beispiel die normalen Makrobatterien. Haben auch eine geringere kritische Trefferchance. Haben aber dafür eine sehr viel größere Reichweite. Die können also auf eine Reichweite von 12.000 schon mal kämpfen, was gar nicht so schlecht ist. Wäre eine Überlegung wert im Vergleich zum Beispiel zur Gothic, die nur auf die 6.000 kämpfen kann. Dann haben wir die Lunar. Die hat auch ebenfalls Raketen, also beziehungsweise Torpedos, hat eine Makrobatterie und hat 2 Lanzenbatterien. Da bin ich ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir nicht mal die versuchen sollten. Ich nehme mal die. So, wo sind die Lanzen? Die hat an der Seite Lanzen und hat dann nochmal die normalen Makrobatterien. Also im Großen und Ganzen, ja, ist das ein 1 zu 1. Das sind halt verschiedene Arten von Waffen, die sind ein bisschen vielfältiger. Hat dafür noch an der Front wieder diesen Pro Heavy Launcher. So, wir haben jetzt hier 2 Skills, die wir hier verteilen können an dem Schiff.
Da bin ich jetzt tatsächlich am Überlegen. Supercharge Void Shield, ich weiß nicht. Recon, das habe ich das letzte Mal gemacht. Das bringt auch nicht so viel. Ich habe gedacht, dass übrigens diese Augur Probe irgendwie viel bringt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich stimmt. Weil man das halt ganz, ganz selten nur einsetzen kann. Also vielleicht einmal. Da finde ich ehrlich gesagt die Stasis Bomb eventuell wirklich witziger. Wir nehmen mal die Stasis Bomb. Kaufen die uns. Und dann haben wir noch eine zweite Fähigkeit. Könnte man tatsächlich die Plasma-Bombe sich holen, oder? Oder einfach die Disruptor-Bombe zusätzlich. Die macht dann einfach mal gleich mal die Schilde weg. Auf der anderen Seite, das Ding macht hier einfach 100 Schaden. Das macht immer 100 Schaden. Ich glaube, die Plasma-Bombe ist eventuell sogar taktisch der bessere Vorteil, weil diese 100 Schaden gehen ja da auch auf die Schilde. Das eine macht zwar komplett die Schilde weg, aber das Ding hier macht auch 100 Punkte der Schildschaden. Also am Anfang vielleicht sehr viel cleverer. So, wir gehen jetzt in das Battle. Und haben wieder diese 300 Punkte zur Verfügung. Und jetzt ist die Frage, was ist unser Admiralship? Ich glaube, unser Admiralship, was war das hier nochmal von Skill? Ist auf jeden Fall ein kleineres. Also ein Level 3 Schiff. Dann nehmen wir dich noch mit. Das wollen wir ja zeigen. Und dann haben wir noch 56 Punkte übrig. Dann nehmen wir noch so eine Firestorm Frigate, würde ich sagen. Dann haben wir noch 15 Punkte. Was soll's? Ready. Wir haben jetzt halt deutlich schwerere Schiffe. Und da oben sehen wir es auch schon. Also der Light. Entschuldigung, der Light Cruiser, der jetzt hier vorne ist, ist kleiner als der Cruiser. Und jetzt müssen wir das hier angreifen. Eieieiei. Ich ahne, dass das schwierig wird. So, ich will nicht autodeployen. Ich bin am Überlegen, ob wir hier vielleicht versuchen sollten, über diesen Nebel vorzurücken. Ich glaube, das machen wir auch. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Also, wir sehen es jetzt, es ist deutlich größer. Hat auch deutlich mehr Lebenspunkte. Hier ist die Firestorm. So. Wie viel Leben hatten die im Moment? 200. Ich möchte, dass die Firestorm wieder frontal natürlich angreift. Auf kurze Distanz, um definitiv zu treffen. Das Ding hier soll definitiv auch eher. Nee, der soll nicht frontal. Soll so kämpfen. Welche Reichweiten haben die Waffen? Die haben alle so 6000, also soll auch auf die 6000 kämpfen. Dann mit dir hier. Ja, oh Gott, das ist krass, wie viele Torpedos der hat. Das könnte witzig werden. 6000 und 6000, ja, das ist mit dem hier ganz okay. Okay, dann starten wir. Awaiting orders. Wir sagen jetzt mal Running Going silent. Silent in diese Richtung. Vielleicht sind wir dann gleich gar nicht erst zu sehen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Yes, Admiral. Ach so, ich muss es jetzt bei jedem Einzelnen aktivieren. Going silent. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich klicke jetzt dafür alle an und dann haben sie es alle gleichzeitig an, aber. Scheinbar ist das. Oh, da kommt ja schon der erste. Your orders. Moment. Setting Dann gehen course. wir hier auf Broadside. At your command. Du gehst dahin. Enemy ship sighted. So, Raketen. Feuer Targeting enemy frei. missile. Oder Yes, Admiral. Torpedos oder was auch immer. Boarding. Boardet den Bastard, macht ihn fertig. Boarding Failure. Ich habe keine Ahnung, woran das manchmal liegt. So, Moment, jetzt können wir hier Stasis Bomb machen. Machen wir mal hier so. Wups. Der ist hier schon mal zerstört. Das ist ja sehr witzig. Oh Gott, das braucht so lang. Das ist echt heftig. Seine Schilde mal verstärken. Komm, komm, komm. Stasis Bomb. Und. Jetzt bombardieren wir den hier mal zu Klump, den Burschen. Und komm. Schaden, Schaden, Schaden. Yes! Hahaha! So muss das laufen. Da kommen noch mehr Schiffe. Aber wir haben gerade eben einen sehr, sehr guten Lauf.
So, ich möchte mich jetzt... Ah, nee, der soll ruhig so schießen. Der soll ruhig so schießen. Ich wünschte mich, könnte das jetzt hier gerade eben aktivieren. Moment. Erstmal den ja noch zerstören. Wenn der zerstört ist, können wir uns auf den Kleinen da noch stürzen. Komm, zerstört ihn, jawohl. Jetzt auf den hier. Jawohl, ihr seid die Imperial Navy. Wir haben es begriffen. So, du drehst dich jetzt mal in die Richtung. Schieß jetzt mal Raketen darüber. Vielleicht treffen die ja was. Oh, das könnte gut kommen. Yeah. Wow, Fire on Board. Das freut mich sehr. Jetzt ist die Frage, können wir da gleich mal eine Boarding-Action machen? Können wir, ja, sehr schön. Da sind die Schilde gleich mal beim Teufel. Awaiting orders. Target locked in. Moment. Whoops. Lightning Strike, Failure. Keine Ahnung, warum das mal wieder failed. We are the Imperial so, Navy. Du kämpfst hier weiterhin frontal. Wir nehmen die jetzt hier erstmal auseinander, ja, die Burschen. Your orders. Du gehst mal darüber. Du schießt darüber. Du drehst jetzt in die Richtung ab. Vielleicht treffen die Torpedos ja dann irgendwas Lustiges. Ja, einmal haben wir getroffen. Tut ihnen weh. Ich kann irgendwie hier gerade eben... Achso, wir haben schon wieder... irgendwie was beschädigt. Unser Generator ist wieder beschädigt. Das müssen wir echt noch was machen. Sonst geht unser Flaggschiff drauf. Unser Flaggschiff muss sich zurückziehen. Sonst hat es nämlich gleich ein echtes Problem. So. Ich hoffe, dass wir den jetzt hier gleich da drin gehalten bekommen. Underway. Das wäre sehr, sehr gut. So, dreh dich mal, dreh dich. Komm. Dreh dich. Der kommt da gleich nicht mehr raus. Feuer! Und... das machen wir jetzt auch noch. Du machst dich jetzt hier mal unverwundbar. Greifst den hier nochmal an. Du greifst den hier jetzt nochmal an. Jetzt müssen wir echt gucken, dass unser Flaggschiff davon kommt. Ich habe keinen Bock, dass wir das jetzt hier verlieren. Das wäre ein bisschen unnötig. Du reparierst dich schon mal so ein bisschen. Die reparieren sich immer noch ein bisschen. Ja, der bekommt jetzt hier auf jeden Fall schon mal gut Schaden, der Bursche. Dreh dich schon mal ein. Mein lieber, lieber Cruiser. Du kannst nämlich jetzt hier gleich schon wieder Torpedos abfeuern. Und die könnten gleich wehtun. Feuer! Setting course. Naja, immerhin haben ein paar haben getroffen. So, mach mal Schaden an dem Ding hier. Du reparierst dich nochmal. Oh, wir sind irgendwie kollidiert. Das ist nicht so gut. Ey, der schiebt den da gerade eben echt vor sich her. Das ist voll krass. Der Kleine hat ihn einfach kaputt geschoben. Wir haben gewonnen. Okay. Wir haben gewonnen. Wir mussten nicht einmal die Beacons zerstören. Cool. Sehr schön. Enemy Ships destroyed 685 renown earned. Yeah, baby. Kein Schiff crippled. Wie schade. Und Bonus Renown 15. Und jetzt hat unser Lunar, der Avenger of Skargul, hat dadurch einen Level Up bekommen. Und ja, unser Schiff hier, das ist heavily damaged. Das heißt, es wird repariert werden müssen. Ja. Ich sehe es schon, also der ist jetzt wieder für einen Tag, fällt der aus. Man könnte jetzt 25 Punkte ausgeben, um ihn zu reparieren. Ich glaube, das mache ich auch einfach. So. Das ist sehr gut. Und wir haben hier auch noch irgendwie da oben so ein Level-Up. Weiß aber nicht was. Also auf jeden Fall, wir können jetzt hier noch ein Upgrade auf dem Schiff hier machen. Auf dem Cruiser. Der Cruiser gefällt mir sehr, sehr gut. Also die, seine Lightning...
Also seine Lances sind sehr, sehr stark. Sind sehr, sehr stark. So, was können wir denn machen? Will ich den Generator verbessern? Reloading Speed of the Shield. 50% erhöhen. Oder einfach... Ja, doch. Oder? Ne, wir gehen auf die Bewaffnung. Turbo Weaponry. Makrokanonen. The Ship's Lances. Do 50% mehr Damage against Shields. Das wäre nicht schlecht. Oder die Reichweite der Lanzen erhöhen. Die treffen nämlich immer. Das ist das Coole. Ich glaube, ich möchte die Reichweiten der Lanzen erhöhen. Das kostet 100 Punkte. Und dadurch sind jetzt hier unsere Lanzen. Wo sind sie? Hier. Deutlich stärker. Also die haben jetzt eine Reichweite von 9000 statt 12000. Das steht jetzt bloß leider nicht mehr dran. Oder leider noch nicht dran. Das muss man jetzt hier über die Upgrades gucken. Aber das ist jetzt ziemlich nice. Und wir können jetzt hier natürlich der Crew auch noch einen Skill geben. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob man diesem Schiff jetzt nicht vielleicht doch irgendwie den Status eines Flaggschiffs geben sollte. Ist eine Überlegung wert. Dann bin ich am Überlegen... Ich glaube, ich gebe dem jetzt mal hier den Master Gunner. 25% erhöhte Crit-Chance für die Lanzen und Makrokanonen ist eigentlich, glaube ich, genau das Richtige für dieses Schiff. So, liebe Leute. Damit haben wir jetzt auch den Cruiser gesehen. Wir haben jetzt leider nicht die Punkte gehabt, um hier nochmal was uns zu holen. Aber das sind alles Dinge, die werden wir uns dann wahrscheinlich im regulären Let's Play geben können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.